Das erste Wort. Pia, how did you see the game? It was a really good game, I think, for us. And I said before the game that we will win, be winners. And regardless of the outcome, I'm very happy about Abi Wambach's goal. And we did some good defending today. So we're going back to US, and we know what we're going to work on. Germany is a really good team. Es war ein wirklich gutes Spiel. Sie wusste schon vorneweg, dass sie als Sieger hier weggehen würden, egal wie das Ergebnis sein würde. Sie ist besonders froh über die Leistung in der Defensive, wissen, was sie geleistet haben und gehen in diesem Gewissen zurück nach Amerika. Silvia, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich habe auch ein sehr gutes Spiel gesehen von beiden Mannschaften mit leichten Vorteilen. Unser Team fand ich, wir haben taktisch sehr gut gespielt. Das Abwehrverhalten von unserer Seite war gut. Wir haben kaum Chancen zugelassen. Ein Missverständnis von Nadine Aronoff führte zum 0:1. Aber dennoch habe ich unsere Mannschaft gesehen, die immer stark nach vorne gespielt hat, versucht hat, das 1:1 zu machen. Aber leider fehlte uns etwas die Präzision im finalen Pass oder beim Torschuss. Und insgesamt bin ich aber auch sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel. Und ja, dieses Spiel lässt mich hoffen auf die Zukunft. Ja, danke Silvia. Ihre Fragen bitte. Einen Moment. Machen Sie das Mikrofon. Frau Neid, warum haben Sie Lehrer ausgewechselt? Lehrer hat hervorragend gearbeitet auf der Außenseite. Sehr laufstark, sehr agil. Und sie hat mir gezeigt, dass sie in einer guten Form ist. Und deswegen wollte ich dann auch nochmal eine andere Spielerin die Möglichkeit geben, sich gegen so einen starken Gegner zu zeigen. Ich würde von Frau Sund. Das Mikrofon bitte. Mich würde von Frau Sundhage interessieren, ob es geplant war, von Anfang an das Spiel so stark doch eigentlich in der eigenen, also in der amerikanischen Hälfte stattfinden zu lassen. No, not really. As I said, the Germans are very good. And I give credit to the back four and Hope Sol in the goal and team defending. But it's something to be said about the Americans. I'm a Swede, and going to US, they are winners. No matter, you know, you come back if it's a bad first half, or if we're down zero, well, down one under. There is something to be said about the American way. Their attitude is fantastic, and I think that is one of the reasons why we won today. Play in front of this big crowd. It's unique, and it's good for me personally, for all the players. So today I am really happy. Also sie hatte das nicht wirklich vor, dass das Spiel so in der amerikanischen Hälfte stattfindet, aber sie wiederholt sich. Das deutsche Team ist sehr gut, sagt sie. Sie wiederholt auch ihr Lob für ihre Viererkette. Das war ein Team. Teamarbeit, so die deutsche Mannschaft ohne Tor zu lassen. Betont aber auch nochmal, dass ihr Team eine Siegermentalität hat, eine fantastische Einstellung habe. Für sie selbst war und die Mannschaft sei es ein einzigartiges Erlebnis gewesen, vor so einer Kulisse zu spielen. Und es sei gut für sie und für die Spieler, mit diesem Sieg zurückzureisen. Herr Meuren. Eine Frage an Frau Neid. Ist für die Trainingsarbeit vielleicht gar nicht so schlecht, so eine Niederlage mal nach so einer dominanten EM, einen Turniersieg zu haben, dass man dann weiß, man kann die Spieler dann immer mal wieder ermahnen. Es gibt noch ein paar Gegnerinnen in der Welt, die absolut auf demselben Niveau spielen. Ja, ich habe überhaupt nichts gegen Niederlagen in Testspielen. Wir wollen daraus lernen, wir werden daraus lernen, wollen noch sehr viele andere gute Gegner im nächsten Jahr nach Deutschland holen, beziehungsweise vielleicht auch in deren Länder fahren, weil das ist gut für uns und man kann nicht immer nur gewinnen, aber die Frage ist ja auch immer, wie man verliert, und ich kann heute mit diesem Ergebnis sehr, sehr gut leben und freue mich für Pia, dass sie gegen den Europameister und Weltmeister gewonnen haben.
Skidman. Ihr habt jetzt eine Reihe von Freundschaftsspielen vor euch bis zur WM, kein Punktspiel mehr und nicht immer so ein Top-Kulisse, Top-Gegner wie heute. Wie schwer ist das, sich zu motivieren? Die Männer tun sich mit sowas immer schwer. Wir nicht. Wir tun uns damit gar nicht schwer. Wie gesagt, wir wollen ja ganz viele gute Gegner haben im nächsten Jahr. Für uns ist jedes Testspiel ein Schritt in die richtige Richtung und an Motivation habe ich uns sicherlich nicht. Sonntage eine Frage. Es gibt ja auch noch andere Mannschaften, die asiatischen Mannschaften. Wie hoch schätzen Sie die Qualität der asiatischen Mannschaften China, Japan ein, im Gegensatz zu diesen beiden Mannschaften? I'm personally, I'm very interested in the way Japan is playing attacking soccer. Their way to get into attacking third is something that we can learn. We can learn from this game as well. But it's important to deal with that German culture, the way Germans play, but also the way Asian teams are playing. And it's getting organized in the defending, but also learning from their way to attack. I think we can learn so many things from especially Japan and Germany. Sie ist sehr interessiert an dem asiatischen Fußball, besonders am japanischen. Die Japaner attackieren sehr früh, spielen ein gutes Pressing. Die spielen mit drei Spielerinnen vorne, die sehr agil sind. Da kann man viel lernen von den Japanern, sagt sie. Aber man muss genauso lernen, mit den deutschen Tugenden umzugehen, wie mit den japanischen oder asiatischen. Sie sagt einfach, das ist ein ganz breites Feld. Und halt nochmal, die Atmosphäre hier, die war ja insgesamt wohl wieder mal recht ungewöhnlich gut oder mittlerweile fast gewöhnlich im Frauenfußball. Aber dann wurde ja in der Tat gepfiffen von den Zuschauern, als Vera Beimer mal ausgewählt wurde. Das war für Sie als Trainerin wahrscheinlich auch neu, dass die Zuschauer mal auf solche Maßnahmen so reagieren, oder? Habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so wirklich wahrgenommen. Doch, ja. Ich hatte es nicht so wahrgenommen, aber dann war es ja wohl so. Ist doch schön, wenn die Zuschauer nicht wollen, dass Spielerinnen vom Platz gehen, das ist doch toll. Das spricht ja für Liras Leistung und ja, für ihre Zukunft, die sie noch vor sich hat. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass Celia auch eine gute Spielerin ist und sie sich gefreut hat, reinzukommen. Sicherlich ein bisschen unglücklich gespielt hat, aber sie hat es auch verdient, nach ihren Trainingsleistungen heute hier zu spielen. Jochen? Mich würde interessieren, gerade die erste Halbzeit gegen die USA war so dominant eigentlich geführt vom deutschen Team. Gab es überhaupt in dem Spiel gegen die USA schon mal so eine dominante Halbzeit wie heute, die erste Halbzeit? Nein, noch nie. Also das war wirklich sehr, sehr gut anzuschauen. Ich fand auch die zweite Halbzeit jetzt nicht viel schlechter. Sicherlich muss man berücksichtigen, dass die Spieler sehr hart gearbeitet haben im Spiel, dass es ein sehr schnelles Spiel war, ein temporeiches Spiel, dass wir nie nachgelassen haben und natürlich in der zweiten Halbzeit etwas die Konzentration nachgelassen hat. Aber ich fand, wir hatten die USA auch noch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut im Griff. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann das mal so war wie heute. Hier in der Mitte. Frage an Pia Sundhagen. Sind Sie stolz auf Ihre Leistung heute oder war das eher glücklich gewonnen? I am always proud and grateful for the team I'm coaching, and they do their very best. And I said today, it's okay to make a mistake, which we did in the midfield. But as long as they try, I'm so happy. Sie ist immer stolz und dankbar, mit so einem Team zu arbeiten. Sie hat Ihnen vor dem Spiel gesagt, den Spielerinnen, ihr sollt euer Bestes geben und ihr dürft auch Fehler machen. So als gäbe es kein Doppel.